Und damit herzlich willkommen zurück bei Stexel. Wir haben einen Auftrag und zwar müssen wir Bäume fällen. Ich würde jetzt allerdings ungern hier in unmittelbarer Nähe die Bäume fällen, sondern eher ein bisschen weiter rauslaufen. In der Hoffnung, dass da auch noch so eine fetten Dinger sind. Oh, was ist denn das hier? Ich hoffe ja immer noch, dass wir so einen Dungeon oder sowas oder irgendwie so eine Mine oder sowas entdecken. Naja, mal gucken. So. Hier sieht es doch gut aus. Soll ich den mal wegnehmen? Erfolg freigeschaltet. Hacke. Kann ich irgendwie aufladen? Wie kann ich denn aufladen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der mache ich aber ganz schnell, ne? So, okay. Ich habe das ganze Deko umgesammelt. Okay. Na gut. Wie viel Holz haben wir denn? 438. Was? Okay. Joa, easy. Dann lass wieder zurück. Komme ich denn hier wieder hoch? Och, Mann. Müsste ich überhaupt hier lang? Ja, ne? Ja, da ist meine Hütte. Warte mal kurz, ich habe doch hier noch so ein Netz. Ein Monarchfalter. Hallo, Grille. Oder Heuschrecke. Schön Insektenfarmen, ne? Vielleicht auch, man konnte ja auch irgendwie so einen Bienenstock bauen. Insofern wäre das, glaube ich, auch ganz cool, so einen Bienenstock zu machen. Ist das meine Hütte? Ja. Achso, ich muss ja zu Aliza. So, wir haben ja eine ganze Menge Holz. Dann bin ich ja mal gespannt. Weil wir hatten ja da so ein kleines Gebäude auf unserem Grundstück, wo wir sicherlich eine Scheune draus basteln können. Das mache ich jetzt mal. Hallo. Nicht schlecht, Lexan. Jetzt musst du aus dem Holz in was Sinnvolles. Musste aus dem Holz in was Sinnvolles für deine Kuh zimmern. Jetzt musste aus dem Holz in was Sinnvolles für deine Kuh zimmern. Okay. Hier ist eine Blaupause für einen Trog. Mit der Tischsäge musste das Holz zuerst zu Bauholz verarbeiten. Mit dem Material solltest du einen Trog bauen können. Um noch einen zu bauen, kannst du den Rest dafür im Handwerkerladen kaufen. Ah, okay. Für eine anständige Scheune brauchst du schon zwei Tröge. Komm rum, wenn du fertig bist. Mit Hilfe von Blaupausen kannst du an Bastelstationen Items herstellen. Es gibt viele verschiedene Bastelstationen, die alle unterschiedliche Prozesse ausführen. Um mit einer Blaupause zu beginnen, musst du die benötigte Anzahl an Items in die Plätze der Station legen. Die Station zeigt dir dann, was du aus dem Item, die du hineingelegt hast, herstellen kannst. Um zu beginnen, interagiere einfach mit den Items. Sobald alles fertig ist, wird das Endprodukt auf die Station gelegt. Interagiere einfach damit, um es aufzuheben. Die verfügbaren Blaupausen werden dir auf dem Inventarbildschirm angezeigt. Klicke dazu einfach auf das Hammer-Symbol. Verwende das Reißzwecken-Symbol oder standardmäßig Gamepad A für einen Eintrag, um eine schrittweise Bastelanleitung auf deinem Bildschirm zu speichern. Okay, das finde ich gut. Moment. Dann würde ich sagen, so, dann gehe ich hier auf den Hammer. Unlearned recipes and blueprints. You have unlearned blueprints or recipes in your inventory. Make sure to consume them to add them to your recipe or blueprint list. Mache ich. Wo haben wir hier? Kann ich das irgendwie, wie kann ich das denn lernen?
Du hast erfolgreich das Rezept für leerer Trug gelernt. Okay. Okay. So, jetzt gehe ich hier hin. Ich soll ein Bauholz machen. Und leerer Trog. Warte, warte. Hier, leerer Trog. Dafür brauchen wir 6 Bauholz. 3 Nägel Heuballen hat er mir gegeben. Also machen wir jetzt erstmal 6 Bauholz. 2 Rohholz für ein Bauholz. Und das kann ich. Warte mal. Nutze die Rezepteinblendung. Das ist ja auch mega nice. Guck mal hier. Da muss ich mir den ganzen Kram nicht merken. Wie gut das ist. Bauholz merke ich mir jetzt mal nicht. Hier gehen wir jetzt zur Säge. Ich würde sagen. Stopp! Wie viel habe ich? Das war jetzt zu schnell. Wo ist das Bauholz? Halt. Ach, hier. 5. Okay, das war einmal zu wenig. So. Okay. Jetzt habe ich 6 Bauholz oder 7 oder keine Ahnung was. Jetzt soll ich montieren. Montieren. Da brauche ich 6 Bauholz. Ich nehme jetzt 7. Ist egal. Leg ich da hin. Dann brauche ich Nägel. Und Heuballen. Okay, das ist auf jeden Fall ein interessantes Prinzip. Und jetzt sagt er hier, ich brauche. Oder ich nehme einfach den leeren Trog. Okay. Ja, nice. Okay, wir müssen jetzt noch so ein Ding machen. Okay, dann mache ich jetzt noch mal 5. Eins. Zwei. Drei. Vier. Dich nehme ich wieder mit. Okay. So. So, 6. Okay. Dann brauchen wir noch Nägel, weil ich habe jetzt keine mehr. Und also dreimal Nägel. Wo haben wir die denn? Hier sind Recipes scheinbar. Ja, wo sind denn deine Nägel? Ah, hier scheinbar. Okay, Nägel 20. Und dann brauchen wir noch Heuballen. Einen. Okay. So, mal gucken. Und Heuballen habe ich hier nicht mehr drin. Also super. Reicht nicht, ne? Ich hätte dreimal. Ach, dreimal Nägel, Mist. Okay. Jetzt. Habe ich. So. Okay. Dann kann ich jetzt das wieder wegmachen. Und diese Tröge soll ich jetzt da hinstellen, oder was? Wie kann ich denn. Roter Holzblock. Gelber Holzblock. Die kaufen will ich die auch nicht. Edles Bauholz, Bauholz. Wenn ich jetzt wüsste. Kriegen wir vielleicht raus, was das für eine Dinger sind, die ich brauche, um die Hütte da hinten fertig zu kriegen? Wir laufen mal kurz nach Hause. Und dann gucke ich mal,
Ich vermute mal, dass das hier die Scheune war. Das hier. Ich würde sonst einmal so einen Block abbauen. Was brauche ich dafür? Hammer. Okay. Leichter Holzplankenblock. Okay. Mhm. So, dann nehme ich mal eine Sense. Dann gucken wir mal, ob wir mit der Sense... Wo ist denn die? Da, auf der 6. Hier irgendwas ernten können, aber wahrscheinlich nicht. Naja, egal. Wir machen auf jeden Fall das hier alles erstmal weg. Das sieht unordentlich aus. Mach das weg. So. Okay, das heißt, wir müssen hier unten... Das ist auch Erde, ne? Brauchen wir da eine Schaufel. Schaufel. So, bitte mal die ganzen Gerätschaften wieder hier rein. Alle Gerätschaften. So, ja gut, das brauchen wir natürlich auch. Dann haben wir noch eine Hacke. Und natürlich auch die Gießkanne. Habe ich gegossen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Muss kurz gucken. Sieht ein bisschen trocken aus, ne? Aber es geht vorwärts. Ich denke, wir sollten uns noch ein paar Samen kaufen. Und wenn das dann grün ist, dann können wir ernten. Okay, cool. Sehr, sehr gut. So, das hier ist die Scheune. Passt da eine Kuh rein? Ist das gut? Ist das nicht ein bisschen klein? So, warte, wenn ich jetzt hier die Schaufel nehme. Was hat denn hier für ein Fundament? Naja, Fakt ist, dass hier auf jeden Fall Dinge fehlen. Da müssen wir noch ein bisschen Fundament legen. Das ist aber was anderes. Das werde ich gleich nochmal... Oder können wir uns das vielleicht... Oder kann ich das mit einem Hammer... Das nehmen wir einmal mit dem Hammer weg. Ich will wissen, wie das heißt. Parkettboden, okay. So, dann müssen wir nämlich hier Parkettboden reinmachen. Oder sollen wir vielleicht eine richtige Scheune bauen? Das ist hier ein kleines Häuschen, ne? Das ist doch keine Scheune. Hier vorne. Das machen wir nicht. Eine Scheune bauen wir doch bestimmt anders. Okay, dann lass uns mal hier gucken. Also, es gibt Parkettboden. Den müssen wir wahrscheinlich kaufen. Oh, Pflastersteinpfad. Finde ich gut. Dreimal Sandblock und fünfmal Rohstein. Können wir das vielleicht bauen? Beim Montieren. Das machen wir jetzt mal. Das will ich jetzt machen. Pflastersteinblock. Dann können wir nämlich den Weg da mal so ein bisschen ausbessern. Gucken, ob wir noch reinkommen, ob wir noch was zu kaufen können oder montieren dürfen. Oh, das wäre gut. Njom. Ich habe Reagenzien ohne Ende. Warte kurz. Hier. Rohstein. Das Sumpfstein. Sumpfstein. Kann ich mit Sumpfstein irgendwas machen? Dann mal gucken. Scheinbar nicht. Mist.
Rohstein. Den müssen wir abbauen, ne? Ja, das war jetzt eine doofe Idee. Okay, dann nehme ich das wieder mit. Okay, dann bauen wir mal Rohstein ab. Willst du mich drücken? Das sieht so aus. Okay, wir sollen jetzt diese... Was können wir denn noch? Moment mal. Was gibt es denn noch so für Sachen für eine Scheune? Müssen wir da echt so krasses Holz nutzen? Standardholzblock? Leichter Holzplankenblock. 5 Stück. So, und wir haben hier leichter Holzplankenblock. Den würde ich gerne bauen. Wo ist er? Hier. Leichter Holzplankenblock. Dafür brauchen wir aber Kleber. Kleber. Ich weiß nicht, wie viel Kleber wir dafür brauchen oder ob es nicht vielleicht sogar günstiger wäre, 5 Stück damit zu kaufen. Naja, mal gucken. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Dingsbums. Ja. Und dann let's go. Nee, hin da und los. Machen wir erstmal ein bisschen Bauholz. Und dann gucken wir mal, wie viel wir von diesen Dingern kriegen. Dann brauchen wir auch noch, wie hieß das andere? Parkettboden. Ja, ich glaube, Parkettboden können wir selber nicht bauen, ne? Eieiei. Da brauchen wir wahrscheinlich ein Rezept. Müssen wir so kaufen. So, ich mache jetzt mal 20 Bauholz. Ja. Und dann machen wir... Oh, die Mucke, ey. Oh, Mann. Das hier? Und den Kleber. Ach, ja, okay, warte. Ich muss bei Feld. Ja. So. Okay. Na denn. Holzplankenblock. Ich denke mal, wir können... Ich denke mal, wir können nämlich auch im Haus noch was davon gebrauchen. So, let's go. Ab nach Hause. Vielleicht machen wir doch das eine Gebäude noch als Scheune. Aber wo kriegen wir jetzt diesen Parkettboden her? Da müssen wir vielleicht hier nochmal gucken, im Gemischtwarenladen. Oder ob wir vielleicht dafür ein Rezept benötigen, ist jetzt die nächste Frage. So, und das hier, da brauchen wir richtigen Stein für. Aber jetzt gehe ich erstmal pennen. Bin gleich wieder am Start, aber erstmal darf es hell werden. So. Also, mir macht es echt Spaß, muss ich sagen. Ich denke mal, hier kann man wirklich gut... Ich glaube, das ist sehr kurzweilig, dieses Spiel. Oh, warte mal. Wir haben ja diesen Trog hier und ich würde ganz gerne das... Wo kriege ich denn Parkettboden her? Den muss ich wahrscheinlich wirklich kaufen, ne?
ist denn das hier? Das ist irgendwie so eine Ziegeldinger, ne? Krass, krass. Nein, warte, Hammer. So, da muss noch was rein. Nein. Oh, und der musste immer wieder switchen. Das ist natürlich auch ungünstig. Vielleicht machen wir aber Folgendes, Leute. Vielleicht nehmen wir einfach diese Dinger. Packen die bei uns in die Hütte, weil ich glaube, da würden sie besser reinpassen als hier in die Scheune, oder? Das ist eine super gute Idee. Machen wir nämlich hier einfach dicht. Ja, auch, das fällt gar nicht auf. So. Hier schön Fusch am Bau. Müssen wir halt noch ein paar bauen. So, dann bauen wir auch noch ein paar. Machen wir. Okay, dann nehme ich mal den Parkett mit, die 10 Stück. Vielleicht reicht uns das ja schon für hier drinne. Und dann machen wir gleich mal ein bisschen Stein, klar. Ich muss aber erst hier mit der... Nee, 10 reicht definitiv nicht. Wo ist denn die Schaufel? Hier. Ja. Guck mal, wie schön. So muss das. Dann haben wir gleich ein bisschen Erde. Okay. Das war's auch schon. Mehr haben wir nicht. Aber ich würde die Erde allgemein hier sonst nochmal rausholen. Muss sowieso raus. Also prinzipiell muss es ja eh raus. Und aufgefüllt werden mit Dingen. Dann müssen wir uns halt was von kaufen, von dem Zeug. Ich zähle gleich mal durch, wie viel das ist. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 sind es. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Das ist was anderes, okay. 18, 19, 20, 21. Habe ich das jetzt kaputt gemacht? Nein. 21 habe ich gesagt, ne? 22, 23, 24, 25, 26, 26. Und hier kommen wieder Fliesen. Also 26 von den Dingern. Ich werde mal gucken, was das kostet. Ich guck mal. Bauen können wir es ja scheinbar noch nicht. Obwohl, merken wir uns 26. Ich laufe mal kurz woanders hin und guck mal, dass ich ein paar Steine kriege. Hier vorne zum Beispiel. Haben wir eine Hacke, eine Spitzhacke? Hier. Na? Hier. Ist das normaler Stein? Ja, ne? Oder ist das was anderes? Sumpfstein? Brauchen Rohstein. Wo kriegen wir denn Rohstein her? Rohstein. Hier, Rohstein. Haha. Okay, warte. Wir brauchen Pflasterstein. Pfad. Das machen wir beim Montieren. Rohstein und Sandblock. Okay. Gut. Ist das hier?
Was ist denn das? Rohstein. Ich werde mal da runterlaufen. Ich denke mal, da kriegen wir noch ein bisschen was. So, let's go. Ich buddel mich hier mal rein. Ich weiß nicht, wie dieses Aufladen geht. Weiß ich halt irgendwie nicht. Also da steht zwar, man kann irgendwie aufladen, wahrscheinlich dann eine größere Fläche irgendwie direkt bearbeiten. Aber so richtig wissen tue ich es auch nicht. Dann machen wir noch ein bisschen Erde weg hier, damit wir das hier verwenden können. Dann machen wir uns einen schönen Pfad. Einen wundervollen Pfad. Aber es geht ja so auch relativ schnell. Es geht sehr schnell, finde ich richtig gut. So. Okay. Wir haben Rohstein 38. Ich denke, das reicht erstmal. Wo müssen wir hin? Ich habe mich verlaufen. Da lang. Okay. So. Die Musik ist weg. Hallo? Möchtest du mit mir reden? Ich hätte jetzt wirklich Lust auf Karottenkuchen. Okay. Ich frage mich, ob ich das irgendwo herbekommen könnte. Oder ob mir vielleicht ein freundlicher Fremder aushelfen könnte. Ich kann das zubereiten. Oh Gott, kann ich das? Oh, wirklich? Klasse. Komm zu mir, wenn es fertig ist. Was? Karotten? Kuchen? Karotten? Kuchen? Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Aber gut, ich mache jetzt mal den Weg hier neu. Vorher muss ich aber hier... Da brauche ich einen Hammer, okay. Bisschen klar Schiff machen, ne? Also. So. Brauchen wir auch noch eine Schaufel. Ich weiß gerade nicht genau. Grober Steinweg und dann haben wir hier. Okay. Ich nehme mal den ganzen groben Kram raus. Die Erde nehme ich raus. Oh, ich glaube, ich muss gießen, ne? Ja. Okay. Warte. Hier auch noch weg. So. Oh. Das müssen wir natürlich nochmal neu machen. So. Warte. Ich brauche hier ganz kurz... ist das schon fertig? Ich glaube, ich hätte längst schon mal irgendwas anpflanzen müssen. Ein bisschen mehr. So, nehmen wir das noch weg. Hammer. So. Dann wieder die Schaufel. Okay, das bleibt. Das kommt weg. Ist das richtig? Ja. Das bleibt ja so ein Zweier, ne? Hier machen wir Erde rein. Oder Wiese von mir aus. Muss Erde rein. Weg. Erde rein. Okay.
So, dann gucken wir doch mal. Dann werden wir mal die Dinger montieren. Ich werde aber erstmal so einen Grasblock, glaube ich, nehmen. Okay, hier auch. Hier auch. So, hier auch. Ja, wunderschön, oder? Okay, und dann bauen wir in der nächsten Folge hier diesen Weg. Drüben bei der Montagebank. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, gute Frage, wie das hier weitergeht. Das ist echt sehr umfangreich, wie ich finde. Ich bin auch noch gespannt, wie wir da mit der Scheune weitermachen. Da brauchen wir. Achso, die Dinger brauchen wir natürlich auch noch. Okay, diese Dinger bauen wir und wir bauen hier so einen Weg. Kein Problem, machen wir. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut. Ciao.